Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von House Flipper. Wir haben ja die Aufgabe, hier dieses Zimmer in rosa zu streichen, sauber zu machen und in rosa zu streichen. Irgendwo habe ich noch Schmutz übersehen, ich habe es aber bis jetzt noch nicht gefunden, ehrlich gesagt. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, wo da noch was dreckig sein soll. So, diesmal denken wir direkt dran, dass da außen auch hier, seht ihr, jetzt so ein kleiner Streifen noch ist. Den habe ich nämlich in der letzten Wohnung lange nachgesucht. Fangen wir hier mal an in dem Eck, weil dann kann ich den Schrank da wieder hinstellen. Das ist vielleicht gar nicht so falsch. Ja, schönes Rosa. So. In etwa. Ich glaube, wir brauchen nachher noch einen Eimer. Aber wir sollen ja das ganze Zimmer streichen. Ich habe leider noch nicht die Stelle gefunden, wo es noch dreckig sein soll. So. Einmal neue Farbe. Ja, platzieren wir mal hier. So, weiter geht's. Ja, und hier der Streifen. Ganz wichtig. So, wenn man das auch so einfach in Real machen könnte, man streicht da so ein bisschen und hinter da ist noch Dreck. Nee. Ist kein Dreck, das ist Schatten. Ich dachte, hoppala, weil irgendwo haben wir noch ein wenig Dreck. 96% haben wir gereinigt von den Verschmutzungen, aber ich weiß nicht, wo die anderen Prozent sind. So, jetzt können wir den mal wegstellen. Und hier weiter streichen. Ja, ganz wird es nicht reichen. Das ist schon mal sicher. Da brauchen wir auf jeden Fall noch mal einen Eimer. Wo sind die 4% Verschmutzungen? Ich weiß es nicht. Sie müssten ja eigentlich zu sehen sein. Aber ich sehe da beim besten Willen nichts. Nichts, nichts und nochmal nichts.
Gleich haben wir es zumindest mal gestrichen. Das ist ja auch schon mal schön. Und dann können wir, denke ich, wenn wir das Haus hier fertig haben, unsere das eine Haus kaufen, dass wir mal für uns in unsere Tasche arbeiten. So war das nicht gedacht. Ja, weit so. Einmal frische Farbe. Dann mal das hier weiter streichen. Decke bleibt anscheinend weiß. So, das hier noch. Und dann haben wir das erledigt. So, Kinderbett. Schreibtische. Betten. Ein Kinderbett. In weiß. Blau kaufen wir nicht. So, Gegenstand anbringen. Regal kall. Wo ist es noch dreckig? Das erschließt sich mir am allerwenigsten. Hier ist nichts mehr. Ist alles sauber. Prozent. Müssen wir die Decke auch streichen? Ach, da haben wir noch vergessen. Hoppala. Ach so, das ist noch... So, jetzt können wir aber und dann haben wir da aber bald die 100%, hoffe ich doch. Einmal, zweimal, hoppala. Ich muss die Dose mit Farbe füllen. Die Dose hat doch die Farbe drin. Komische Übersetzung. Ja, ich glaube, fast den Auftrag machen wir heute nicht ganz oder vielleicht so gerade fertig. Streichen ist immer zeitaufwendig. Was haben wir denn jetzt schon wieder vergessen? Das da. So. Okay, jetzt ist alles gestrichen. Q.
Gut, wir brauchen ein Regalkall. Regalkall. Küche, Paneelen, sonstiges. Regalkall, da haben wir es doch. In weiß. So, eine Wickelkommode. Wickelkommode, da haben wir sie doch. So, mit Rosenblüten natürlich. Packen wir die mal da ins Eck. So, ein Sitzkissen. Wo fällt das drunter? Sitzkissen. Haben wir sowas hier? Nein. Sitz haben wir auch nicht. Stühle. Sitzkissen, da haben wir es doch. Lila. Ja, lila passt. Das packen wir mal dahin. Oder hier? Da. So. Gegenstand anbringen, Sitzkissen. Bestimmter Platz. Ich habe das Sitzkissen angebracht. Ich weiß gerade nicht, was das Spiel von mir will. So. Weiter geht's in den Räumen. Okay, hier müssen wir aufräumen. Okay, da kann ich nur das ganze Bett platzieren. So, machen wir mal sauber. Jetzt sind wir auch plötzlich auf 100% in dem anderen Raum gewesen. Ich weiß nicht, was da. Also so bugfrei ist das Spiel bei weitem noch nicht. Das muss man mal dazu sagen. Es ist keine Early Access. Es ist ein Release des Spiels, also fertige Version. Das muss man mal dazu sagen. Andererseits ist wahrscheinlich nicht ganz grundlos, dass es dreimal verschoben wurde. So. Reinige die Verschmutzungen. Da haben wir noch welche. Stellen das mal kurz. Ach, da war noch. Fenster reinigen. Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Entschuldigung, wenn ich gerade ein bisschen wortkarg war oder bin.
Da muss man sich wirklich erstmal dran gewöhnen. Also, sie macht nicht unbedingt intuitiv das, was sie sollte. So. Das wäre sauber. Müssen wir den da weiter an die Wand stellen, ne? Dass das da dichter an die Wand passt. So. Machen wir den noch mal auf Seite. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass dahinter auch noch Verschmutzungen sind. Nö. Falsche Richtung gescrollt. So. Wo sind denn hier noch Verschmutzungen? Da kann ich nur öffnen. Die Heizung kann ich nicht demontieren. Das kann ich nur als Ganzes anheben. Da geht's rauf auf die Terrasse. Da ist auch sauber. Ich würde sagen, der ist sauber, oder? Auch wenn das Spiel das nicht so sieht. Ich weiß nicht, wo hier noch Dreck sein soll. Fenster ist sauber. Ja, also bugfrei ist anders. Definitiv. Wie sieht das denn hier aus? Was für Ferkel. So. Auch hier komme ich nur auf 91%. Warum? Verstehe ich nicht. Vielleicht weiß das ja jemand von euch, da darf mir das dann gerne in die Kommentare schreiben. Ich verstehe es jedenfalls nicht. Ganz und gar nicht, um genau zu sein. So, das wäre auch fertig. Ja, wo haben wir hier noch Verschmutzungen? Sieht für mich sauber aus. Ich weiß nicht, ob man es schlicht und ergreifend gerade mal wieder einfach nicht
reinigen. Hallo? Ich halte gedrückt. Ja, gedrückt halten ist falsch. Doppelklick ist richtig. By the way. Das wollte ich nicht komplett anheben. So. Dann können wir hier noch drüber wischen. So. Jetzt machen wir schön alles mit dem Besen. Erst auf den Boden, dann auf den Tisch. So gehört das. So. Zwei Fenster müssen wir reinigen. Das hier. Schickes Fensterreinigungsgerät. Gefällt mir. Aber für mich als Privatperson lohnt sich das natürlich sowas von überhaupt nicht. So. Und das auch. Sehr gut. Dann haben wir wahrscheinlich auch hier nur die 91%. Und ich weiß nicht warum. So, das wäre auch fertig. Reinige Verschmutzungen, haben wir Fenster gereinigt. Sitzkissen, brauchen wir noch ein zweites. Okay, wir brauchten ein zweites. Reinige die Verschmutzungen, ja. Ich habe keine mehr gefunden. Ich weiß nicht, wo hier noch welche sein sollen. Beim besten Willen nicht. Ich kann hier ja auch drüber putzen, ohne dass irgendwas passiert. Deswegen ist das für mich gerade ein ganz großes Rätsel, was genau ich hier sauber machen soll. Der Raum ist sauber. Da haben wir auch nichts mehr. Die sind sauber. Da ist auch sauber. Ja, sauber ist. Definitiv. So, Auftrag beenden. Das machen wir. Du kannst den Auftrag abschließen. Ja. Weil ich finde die anderen 4% oder sie sind einfach nicht da.
So, und wie ich sehe, ist die Zeit auch schon wieder um. Dann sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir dann, denke ich, unser erstes eigenes Haus kaufen werden. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.